Ein Part vorbei, zweiter beginnt. Herzlich willkommen zurück zu Splatoon 2 Singleplayer. Und wir starten mit Level 11. Ja, Jäger. Was steht da? Ah, jetzt Heldenkleid. Helden der Blau, okay. Jäger. Jäger und Gejagte. Alles klar. What? Der hat noch eine Bombe geplaced, Alter. Placed I know my no my yay. No my no my yay. No my no my no my yay. I'll be dead. Ach, es sind zwei. Alter! Alter, was? So. Was für ein Abfuck. Ich dachte eigentlich, ich krieg jetzt noch irgendwas. Aber stattdessen krieg ich gar nichts. Also, dass ich bisher nichts gefunden habe, ist schon merkwürdig. Ich sehe aber auch nichts. Was vielleicht nach unten geht oder... Und mit einer Sniper hier rumzurennen, das wird ja ein richtiger Spaß. Ich freue mich schon drauf. Nicht. Sah merkwürdig aus.
Dachte ich mir doch. Also irgendwie kam mir das schon merkwürdig vor. Ich dachte zuerst, der da unten hat den Schlüssel, aber nee. What? Okay, ich wette, hier zum Schluss wird dann das Anchovium sein. Siehst du, easy. Oh nein. Zwei Schlüssel bekommen. Aha, ich bin nicht so dumm, wie die denken, die Entwickler. Nee. Tja. Das habt ihr wohl nicht erwartet. Tja, ich bin nicht blöd. So, 400. Okay, Level 12. Da wir im letzten Part ja schon alles gefunden haben, ist es natürlich jetzt sehr einfach, alles zu finden. Oh! Ich finde die Dinger witzig. Tja.
Oh, ich wollte doch gar nicht rein. Fallen. Ernsthaft, mehr nicht. Ich habe schon eigentlich mehr erwartet. Und Oktoschützen, geil. Natürlich, natürlich müssen jetzt hier Oktoschützen sein. Ach so, nee. Das ist Visier von diesem Ding. Hi, na? Na du? Schnell, oh Gott. Tja, das war schon ein bisschen einfacher zu finden. Ach du Scheiße. Yay! Oh, das war schon wieder so richtig fett knapp. Sieht schon merkwürdig aus. Ja, dachte ich mir. Und jetzt gibt's einen Doodle Jump. Oh Gott, ey. Tja, jeder Punkt zählt. So, das hier sieht auch schon wieder so richtig merkwürdig aus. Aber egal, ich habe ja beide schon. Mein Arsch ist immer noch eingeschlafen. Das sieht schon merkwürdig aus, aber das hat ja nichts zu sagen. Oh doch, da ist ein Oktoschütze. Geil.
Also da gab's, also da ist ja irgendein Bereich. Aber auf dem war ich noch nicht, deswegen. Und wo ist der Oktoschütze? Ach, da ist er. Und da gibt es dann wahrscheinlich. Ach, keine Ahnung. Oder bin ich gestorben? Und deswegen hat sich die Farbe weg gewesen. Ach, keine Ahnung. Ja, weiter so, aber klar doch. Level 13. Drehschalter und... Okay, Leute, ich muss mal ganz kurz was machen. So, jetzt kann es weitergehen. So. Ein Splatling. Ich dachte, man kann dahin, aber nur durch Bug, durch einen Bug. Also wenn man sich da irgendwie hochbuggt, dann schafft man, dann kommt man da hoch. Oder besser gesagt, darunter. Kommt man darunter. Wäre natürlich perfekt für einen Bug.
Natürlich würde man jetzt denken, hier unten ist irgendwas, aber nein, da oben ist das Anchovium. Maximal rausfahren und jetzt Beeilung, Junge! Junge! Oh, ganz knapp. Also irgendwie buggen kann man auch da hochkommen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Mehr nicht. Ich habe mir schon jetzt was Besseres vorgestellt. Weil es ja schon ein bisschen geheim ist. Wie kommt man aber da hoch? Was ist das? Ach, das ist die Schriftrolle. Okay. Und wie soll ich da hochkommen? Hä? Ach, jetzt habe ich es kapiert. Was? Ein bisschen tricky. Okay. Oh, das ist echt eine Aufregung für sich, dieses Spiel. Verpiss dich mal da.
Okay. Tja. Oh, letzter Checkpoint. Alles klar. Am äußersten Rand kann man überleben. Hä? Hä, wieso? Hä? Also irgendwie checke ich gerade nicht. Hä, wo kann ich hin? Hä? Hä? Hä, ich check nicht, wo ich hin muss. Ach, da. Okay. Nein, nein, nein! Ich muss das jetzt nochmal machen. Ist mir scheißegal. Wahrscheinlich wird dieser Part jetzt hier auch auf zwei aufgesplittet, also ist es mir auch scheißegal. Dann mache ich eben zwei Parts draus. Danke. Danke. Oh, 14 Minuten noch, du Scheiße. Oh, also. Dieses Level war echt. Wow. Oh, ich will es nie wieder spielen. Oh.